Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind auf Eladen unterwegs. Ich musste ein paar Schritte runtergehen, weil ich dort oben am Schiff nicht speichern konnte. Ist aber auch wurscht. Wir sind auf der Suche nach der Anomalie auf Eladen im Zuge der Suche nach der Turianischen Arche. Ich bin am Überlegen, ob wir auch, wenn wir schon mal dabei sind, ein paar Quests abgehen. Ich wollte eigentlich ein Turbo reinhacken. Die Bremse reinhacken. Okay, der Erinnerungs. Ist offensichtlich irgendwo da oben. Okay, kann ich mich mit dem Empfänger aufstellen, wa? Ja, toll. Ich freue mich. Jetzt ist die Radio angesagt. Juhu! Das war der letzte Nachrichtenempfänger. Geben wir Davis Bescheid. Und zum Erinnerungsauslöser kommen wir auch relativ easy. Sieht aus, als wäre das wieder ein Tor zu einer Erinnerung gewesen, Sam. Und zwar das letzte. Allerdings ist eine weitere Verschlüsselungsstufe aktiv. Leider sind die Voraussetzungen zur Freischaltung noch nicht gegeben. Okay, gib mir Bescheid, sobald sich das ändert. Keine Ahnung, was Dad vorhatte. Okay, wie auch immer wir jetzt Zugang zur letzten Erinnerung bekommen. Vielleicht ergibt sich das einfach im Zuge der Hauptquest oder im Zuge irgendeiner anderen Quest. Oder wir müssen, wenn wir auf der Nexus sind, einfach mal zu Sam bzw. zum Terminal unseres Vaters und kriegen dort vielleicht gesagt, was es damit auf sich hat, beziehungsweise so. Hier hinter uns gibt es noch irgendwas zu sehen, beziehungsweise da war gerade ein Fragezeichen auf der Map. Okay. Haben wir das jetzt entdeckt? Nee, haben wir nicht. So, ist eigentlich auch egal im Moment, was das ist. Wir wollen mal nach diesen medizinischen Vorräten schauen. Boah, 500 Meter. Aha. Da warten wahrscheinlich ein paar Gegner auf uns. Oder auch nicht. Oder auch doch. Putz! 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 Sind ja ein paar. Ich stehe wieder echt schlecht mit dem. Mit dem Nomad, um ihn als Deckung zu benutzen, ordentlich. Ach, puh. Huh? Don't panic! Boah, wie krass man. Wie krass man schwankt, wenn die Würmchen hier loslegen. Ne, alle Gesetzlosen weg. Alles gut. Verstecktes Lager. Offensichtlich irgendwo hier vielleicht sogar.
Hier sind schon mal die Vorräte. Bist du das versteckte Lager? Ah, das könnte sein. Das ist auch so. So, damit hätten wir doch den Spot auch erstmal abgedeckt. Dann gehen wir das da jetzt von Norden nach Süden ab. Hier ist auch noch so viel. Hier, oh, guck mal, die zwei Mineralien noch scannen, dann hätten wir das auch erledigt. Hier das letzte angaranische Artefakt. Und dann ist es auch gar nicht mehr so viel. Hier noch medizinische Vorräte und hier noch medizinische Vorräte. Reliktstätten erkunden. Okay. Wir gucken erstmal, ob wir das Mineral da finden. Ich hoffe, die Würmer haben irgendwie immer dieselben Spots. Nicht, dass sie uns plötzlich hier einmal fressen oder so. Da bin ich natürlich auch alles andere als scharf drauf. Scharf. Scharf. Mit V. Scharf. Was wollte ich machen? Ich wollte Q drücken und gucken. Da. Zarte 2 Kilometer. Ich hoffe wirklich instant. Können wir den Turbo, die Bremse rausnehmen? Böse. Ah ne, das waren nur Relikte, ne? Die waren nicht böse. Fahre ich jetzt in die richtige Richtung? Ja. Si, si, senor. Irgendwo mitten in der Wüste so ein olles Mineral. Ich bin mal gespannt. Vorsicht! Der Schrott vor uns wird Plünderer anlocken. Ja, soll er doch. Ich will gar nicht zu dem Schrott. Ich hoffe echt, dass mich hier nicht gleich irgendwie so ein Wurm frisst. So, da haben wir schon mal unser Mineral. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Yo. Bin schon am Stissel. Kann ich das auch mitnehmen? Nee, ne? Ach nee, das war ja nur bei den. War das bei den Pflanzen so, die ich alle schon gescannt habe, dass man die mitnehmen konnte? Ich glaube schon. So, und nun untersuchen wir fleißig Le Anomalie. Und finden hoffentlich mehr über die Turianische Arche heraus. Da steht auf jeden Fall. Ist das ein Marco? Oh, verdammt. Stase-Kapseln der Arche Nathanus. Ist noch jemand am Leben? Eine gleichzeitige Analyse sämtlicher Kapseln liefert keine verlässlichen Ergebnisse. Wir sollten sie uns näher ansehen. Erstmal. Gehen wir es an! Ich habe jetzt auf die Guten geschossen. I don't know! Boah, da sind ein paar Plünderrohrs. Sag mal, seid ihr denn für heiße Typen? Ich meine, klar habe ich auf größere Entfernung nicht mehr so eine große Durchschlagskraft. Also auf die ganz große Entfernung. So, dich weggeholzt. Den Holsten knallt am dollsten. Da steht noch einer.
Hui! Genau zwischen dir auf. Das ist richtig, Drack. Da hast du recht. Wo sind andere? Kommen Sie bitte her! Hey, hey, listen, hey, hey. What? Da sind noch mehr. Ich registriere keinerlei Lebenszeichen, Pathfinder. Die Kapseln verhindern, dass man die Verwesung riecht. Sam, Masons Profil müsste in der Datenbank der Initiative gespeichert sein. Vergleichen wir es mit den Kapseln. Okay. So machen wir es. Gleich, warte. So. Kann ich das hier scannen? Ne, kann ich nicht. Boah, das blaue Licht ist aber echt krass. Was blau leuchtet. Das sind aber eindeutig hier Initiative-Fahrzeuge oder zumindest dann turianische Fahrzeuge eben, nicht wahr? Die Stase-Kapsel nach dem turianischen Pathfinder scannen. Wo ist die Stase-Kapsel? Achso, die Stase-Kapseln. Möglicherweise ein entfernter Verwandter. Keine Übereinstimmung. Ein Turianer, aber nicht ihr Pathfinder. Da. Diese Person ist zu alt. Ich scanne die mal alle ab. Die Daten stimmen nicht überein. Aber wir haben hier schon aktive Kryostase-Kapsel. Hilf mir mal, sie zu öffnen. Pathfinder, es sind keine Vitalzeichen vorhanden. Das ist nicht gut. Wir kommen zu spät. Verdammt. Die Stase-Kapsel ist noch funktionsfähig. Ich kann auf ihren Datenverlauf zugreifen. Dem letzten Loch zufolge wurde diese Stase-Kapsel von der Arche Nathanus abgeworfen. Wegen der Geißel? Nein. Der zeitliche Ablauf passt nicht. Der Abwurf dieser Kapsel erfolgte lange, nachdem die Nathanus als vermisst gemeldet wurde. Dann besteht noch Hoffnung. Wir sind davon ausgegangen, dass die Arche zerstört wurde, aber vielleicht irren wir uns ja. Die Crew könnte noch am Leben sein. Und wirft Ballast ab. Wir sollten Evetis informieren. Er wird wissen wollen, was wir entdeckt haben. Evetis über das Comm-System der Tempest kontaktieren. Sehr gut. Nein. So, pass auf. Hier das abgestürzte Schiff finden. Zwei Plünderer haben in einer Übertragung über ein abgestürztes Schiff gesprochen. Es könnte Überlebende geben. Ach komm, wir sind hier in der Nähe. Das machen wir jetzt mal eben. Also werden wir in der Folge wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich weiß nicht. Bisschen Zeit ist ja noch. Ich habe wieder richtig gut den Nomad abgestellt. Hervorragend. Zum Glück kein Fronttriebler. Aber Moment, das war eigentlich hier unten. Haben die hier draußen gibt es jede Menge Platz, auf dem sich die Kroganer ausbreiten können. Vorausgesetzt, alles läuft gut. Ventilatorlüftung. Okay, offensichtlich einfach nur Wrackteile. Hier lang. Fahren mal hier auf den Hügel und gucken, ob da Gegner sind und töten sie. Butz! Butz!
Ja, sag mal. Danke, 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 Jack. Ja, Gesellschaft. Okay, ihr rennt schon los. Wer seid ihr? Hallo, wer seid ihr? Richtig verrissen. Hör auf zu hüpfen. So. Können wir ein bisschen rumscannen. Mit den Überlebenden reden. Mit wem von euch kann ich denn reden? Kann ich mit dir reden? Pilotin. Komischer Name. Ihr Timing ist perfekt, Pathfinder. Eine Danke. Minute später und diese Plünderer hätten uns vermutlich die Haut abgezogen, um sich daraus Jacken zu machen. So ein Zufall, dass ich genau diese Minute erwischt habe in diesem Let's Play, in der ich hier richtig bin. Wahnsinns-Timing. Das mit der Haut war ein Scherz, oder? Das meint sie nicht ernst, oder? Wer weiß. Wir haben Geschichten gehört. Die Trostlosigkeit macht die Leute ein wenig unausgeglichen. Ich nehme nicht an, dass Sie uns vielleicht Hilfe rufen könnten? Doch, natürlich. Sam, übermittle der Tempest diese Position und sag ihnen, sie sollen ein Shuttle herschicken. Schon geschehen, Pathfinder. Hilfe ist unterwegs. Top. Wir werden einfach hier warten, bis wir abgeholt werden. Ich glaube nicht, dass uns noch weiterer Ärger droht. Und nochmals, danke. Sehr, sehr schön. Hier unten, medizinische Vorräte. Das waren auch noch das waren die beiden Reliktstätten. Hier waren noch medizinische Vorräte. Ja, hopp, dann fahren wir hier einfach mal weiter und grasen doch tatsächlich mal die Quests auf Eladen fertig ab, wie auch immer. Und dann, wenn wir hier auf Eladen durch sind, werden wir uns weiter der Turianischen Arche widmen. Dazu müssen wir ja sowieso auf die Tempest und müssen wahrscheinlich erstmal wieder über Vidcon da mit Avitus. Ich glaube, Avitus hieß er, heißt er. Quatschen. Falscher Knopf, falscher Knopf. Jo, wir nehmen mal die, die 2 Kilometer weg sind. Das ist bestimmt die richtige. Und nach Süden ist auch, wenn ich mich an die Karte erinnere, die richtige Himmelsrichtung. Ich finde das cool, wenn man die Quest aktiv hat und man Q drückt, dass man die Entfernung angezeigt bekommt. So hat man zumindest eine bisschen bessere Orientierung einfach. Finde ich gut. Sehr gut. Drum kaufe ich mir einen Hut. Denn der steht mir gut. Und schmier ihn voll mit Blut. Nein, mache ich nicht. Ich bin kein Hutträger. Ich trage ganz gerne mal ein Basecap, aber nicht Hut oder so. Und wenn, dann würde ich meine Hüte auch nicht mit Blut einschmieren. Da links kommt schon wieder irgendwas. Irgendwas ist hier schon wieder los. Was ist das? Lassen die mich in Ruhe, bitte. Was ist hier los? Freunde der käuflichen Liebe. Wie sie alle aufs Dach hüppen. Wenn ich jetzt nicht hätte nachladen müssen, hätte ich alle weggewämst. Da ist doch gerade einer gelaufen.
Komm raus, wo immer du bist. So viel dazu. Ja, zwei noch. Einer noch. Nee, immer noch. Nee, drei. Nee, zwei. Immer noch zwei. Kopfschuss. Yeah. Da sind auch noch ein paar mehr. Hier sind ein bisschen mehr Gegner als beim letzten Spot, habe ich das Gefühl. Ich sollte nicht einfach blindlings auf alles feuern, was sich bewegt. Oh, der war gut. Komm, der war gut. Da kann man mal nicht meckern. Zwei. So, das müssten ja fast alle. Ich brauche langsamer Munitionsnachschub, Kinders. Das geht ja so nicht. Aber im Zweifel einmal kurz schnell reisen irgendwo hin und dann haben wir das eh wieder. Hier ist wieder nur ein Behälter, okay. Dann gehen wir jetzt noch hoch, holen die medizinischen Vorräte in der Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwo ein bisschen Munition ist. Ich sehe hier draußen keine. Und hier drinnen leider auch nicht. Ist aber nicht weiter schlimm, wir werden einfach einmal kurz die Schnellreise bemühen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Dann kümmern wir uns einfach im Norden mal um diese beiden Quest-Spots noch. Werden dann noch die letzten medizinischen Vorräte suchen und werden dann uns um die beiden Reliktstätten kümmern. Ich denke, so machen wir es. Also erstmal hier oben die beiden als nächstes. Und dann, ach komm, wir reisen hier noch schnell hin. Dann haben wir unsere Muni auch wieder aufgefüllt. Und kümmern uns um das letzte Mineral, was es zu scannen gilt. Und um, ich glaube, auch das letzte angaranische Artefakt. Und dann haben wir den Laden fast fertig. Bis hier sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.